Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute wiederum direkt von der Vollathem-Messelodge, von der Dornbirner Herbstmesse. Heute haben wir diese Themen für Sie. Es gibt eine Umfrage zum WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Österreich. Alle Infos zur Lifestyle- und Modenacht in Götzis. Sowie die News, Sport und das Wetter. Am Freitagabend findet das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Österreich in München statt. Und ich habe mich heute auf der Dornbirner Messe umgehört, was denn die Vorarlberger meinen, wie denn das Spiel ausgeht. Deutschland gegen Österreich. Ich hoffe, Österreich tippt aber auf Deutschland. Und wie viel tippen Sie? 3-1. Natürlich für Österreich. Man muss natürlich zu Österreich heben. Ja, das wird ganz knapp wenden. Entweder ist es 1-0 oder 0-0. Unentschieden. 2-1 Deutschland. Leider. Die Österreicher sind einfach irgendwie ein bisschen schwächer aufgestellt. Deutschland hat mehr Qualität. Und durch das ist also schon anzunehmen, dass Deutschland als Sieger vom Platz geht. Außerdem ist noch der Heimvorteil in der Münchner Allianz Arena. Und das bringt natürlich auch noch irgendwie ein Plus für die Deutschen mit, und so gesehen dürfte es so sein, ja, dass Deutschland als Sieger vom Platz geht. 3-0 für Österreich? Nein, ich auch kein Fußball. 3-1 vielleicht für die Deutschen. Ja, weil die Österreicher, die hätten gescheiter daheim bleiben. Weil wenn die kommen, schalte ich immer ab. Also, weil ich ärgere mich tot und dämlich. Das lasse ich am Mann über. Ja, es wird ein schwieriges Spiel. Ich hoffe auf Unentschieden, aber ich glaube, es wird schon 0-3 leider werden. Ich hoffe, dass die Österreicher gewinnen. Deutschland, 2-1. 3-1. Ja, für uns, klar. Oh, das gewinnt sehr wahrscheinlich Deutschland. Ja. Und wie viel? 2-1. Keine Ahnung, weil mich interessiert das überhaupt nicht. Deutschland, Österreich. Ja, Deutschland, oder? Ja. Die Österreicher sind nicht. Mama, ich glaube, sie strengen sich einmal ein. Ich zeige 2-2. 2-2? 4-0. Für Deutschland, ja, bestarisch. So viel zur Umfrage Deutschland gegen Österreich. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages. Zu wenig Praxisbezug in der Fachhochschule. Der Landesrechnungshof hat den Studiengang Soziale Arbeit an der Fachhochschule Vorarlberg geprüft. Demnach gäbe es im Vergleich zu ausländischen Fachhochschulen zu wenig Praxisstunden, so Rechnungshofdirektor Herbert Schmalhardt. Also wir haben den Studiengang vom Praxisbezug, aber auch vom Lehr- und Lernverständnis einem Benchmark unterzogen. Das heißt, geprüft wurde auch, wie sich das an anderen Fachhochschulen, zum Beispiel in St. Gallen, darstellt. Und hier haben wir festgestellt, dass der Anteil an Praxis in der Fachhochschule geringer ist. Auf der anderen Seite aber auch die Arbeitgeber der großen Einrichtungen, Caritas, IFS, hier einen höheren Praxisbezug fordern. Und das ist aus unserer Sicht gerechtfertigt. Sie fordern ja auch die Einführung eines berufsbegleitenden Angebotes. Warum genau? Ein berufsbegleitendes Angebot würde den Arbeitnehmern im Sozialbereich ermöglichen, nach mehreren Jahren Praxis auch noch eine theoretische fundierte Ausbildung zu machen. Das wurde auch von den Arbeitgebern hier als dringend notwendig gefordert. Es ist bisher allerdings an der Finanzierung des Bundes gescheitert. Die Fachhochschule hat bereits 2 Anläufe unternommen. Aber es wäre sehr wichtig, eben den Bezug zwischen Praxis einerseits und Erfahrungen in der Praxis und Theorie zu verstärken. Das heißt, auch erfahrenere Leute mit einer höheren persönlichen Kompetenz dann in einer zusätzlichen Ausbildung noch weiter zu qualifizieren. Und neue Farbe und neuer Tarif für Autobahnvignette. Die Vignette für das Jahr 2014 trägt die Farbe Limette und der Tarif wird um 2,6% angehoben, gab die ASFINAG am Donnerstag bekannt. Die Pkw-Jahresvignette wird im kommenden Jahr 82,70 Euro kosten, jene für Motorräder 32,90 Euro. Im Kalenderjahr 2012 beließen sich die Vignettenerlöse auf rund 383 Millionen Euro. Durch die Tariferhöhung erwartet die ASFINAG im Jahr 2014 eine Steigerung der Vignetteneinnahmen von rund 14,9 Millionen Euro. Der Verkauf der neuen Vignetten startet in den letzten Novembertagen.
Am Freitagabend findet die Lifestyle- und Modenacht in Götzis statt und wir haben uns mit dem Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Götzis darüber unterhalten. Manfred Böhmal, der Obmann von der Wirtschaftsgemeinschaft in Götzis. Demnächst findet wieder eine rauschende Veranstaltung in Götzis statt, die Modenacht. Können Sie uns dazu einige Informationen sagen? Ja, die Lifestyle- und Modenacht ist natürlich das Ereignis schlechthin im Herbst. Es ist die vierte Modenacht heuer. Knapp 40 Betriebe werden alles tun, um diesen Abend wirklich zu einem tollen Shopping-Erlebnis machen zu können. Kann man kurz erklären, wie es da in Götzis zu und her geht? Es soll sich vom normalen Einkaufserlebnis total abheben. Wir haben also wirklich in jedem Geschäft irgendein Highlight. Es wird einen Konzertflügel am Kirchplatz geben, es wird Live-Musik geben, es gibt Mode-Acts, Sie können The Great Gatsby erleben, Sie können Wolfgang Frank live erleben, Sie werden bewirtet, es gibt Häppchen, es gibt Getränke und das Ganze wirklich gratis, dass die Leute ein Dankeschön bekommen und sich wirklich in Götzis umschauen können. Sie haben es angesprochen, fast 40 Betriebe. Welche Betriebe sind hier? Kann man das kurz zusammenfassen, welche das mit dabei sind, ungefähr? Welche ist schwierig, aber es sind alle Branchen dabei. Wir haben von der Bank über Mode, über Schmuck, über Supermärkte wirklich alles dabei. Also das wirklich für jung, alt, für Vater, Mutter, für Papa, für alle, was dabei ist, dass das wirklich allen Spaß macht. Ja, dann wünschen wir auch Ihnen viel Spaß. Ja, vielen Dank und wir laden natürlich alle ein, von 18.05 Uhr bis 22.05 Uhr Götzis zu erleben. So viel zu Manfred Böhmwalder und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellsten Nachrichten aus der Welt des Sports. Entwarnung bei Austria-Lustenau-Spieler Jürgen Patuka. Beim Verteidiger kann ein Bandscheibenvorfall ausgeschlossen werden. Leichte Verwölbungen an der Wirbelsäule bereiten ihm jedoch Probleme. Patuka unterzieht sich nun einer speziellen Physiotherapie und wird bei gutem Heilungsverlauf bereits in der kommenden Woche wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Und nächstes Testspiel für die FBI VU Feldkirch. In der Fallberghalle treffen die Montfortstädter am Freitag auf den Schweizer Club EHC Seewen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen haben wir jetzt für Sie. Riesenwirbel um die Aussage von Frank Stronach im VN-Interview, er sei für die Todesstrafe für Berufskiller. Auch aus seiner eigenen Partei kommt Widerspruch. Illegaler Hundeimport mit Folgen, Welpen aus Serbien wegen Tollwutverdacht in Vorarlberger Tierheim unter Quarantäne. Importeur wurde von der Polizei ausgeforscht und angezeigt. Und Landesrechnungshof bemängelt Praxisbezug an der Fachhochschule im Studiengang Soziale Arbeit und bezeichnet die Lehrmethoden als nicht mehr zeitgemäß. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und bin dann auch morgen wieder direkt von der Dornbirner Herbstmesse für Sie da. Machen Sie's gut. Tschüss. Götzis wird wieder zur Mode- und Lifestyle-Metropole. Am 6. September findet in ganz Götzis zum vierten Mal die Lifestyle- und Modenacht statt. 37 Geschäfte und Dienstleister sorgen wieder für ein ganz besonderes Shopping-Erlebnis. Neben den neuesten Trends und Kollektionen erwarten die Gäste atemberaubende Shows, tolle Live-Acts und vieles mehr. Der Bummelzug bringt die Gäste wieder gemütlich von einer zur anderen Location. Die Lifestyle- und Modenacht am Freitag, den 6. September von 18.05 Uhr bis 22.05 Uhr. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Süd-Südost. Morgen ändert sich wenig an der sommerlichen Wetterlage. Es geht fast wolkenlos durch den Tag. Tiefstwerte am Freitag 15 bis 20 Grad, Höchstwerte 23 bis 30 Grad. Der Samstag beginnt ebenfalls sehr sonnig und warm. Am späteren Nachmittag und Abend sind Regenschauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 17 und 27 Grad. Am Sonntag ist es nur mehr zeitweise sonnig und bis Mittag noch trocken. Am Nachmittag ziehen von der Schweiz her Regenschauer ins Ländle und am Montag regnet es ebenfalls bei Temperaturen von 14 bis 15 Grad.